Ja, hallo und herzlich willkommen schon wieder. Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder Zeit für ein Wort zum Freitag und diesmal habe ich was mitgebracht. Und zwar, ihr könnt euch schon vorstellen, was das ist. Das ist eine LED. Worum geht es jetzt? Was hat die LED jetzt mit dem Wort zum Freitag zu tun? Bleibt einfach dran, dann erkläre ich es euch. In der letzten Zeit habe ich öfter mal so ein paar Facebook-Posts gelesen zum Thema Elektromobilität auf verschiedenen Kanälen. Ich habe da mal so ein bisschen rumgesurft und da ist mir eine Sache aufgefallen, die immer wieder mal kommt. Und zwar sind da Leute dabei, die posten so eine Sachen wie, ja, wir sollen unsere Glühlampen zum Beispiel gegen LEDs austauschen, um Strom zu sparen. Und jetzt kommt ihr und wollt jetzt hier Elektroautos fahren und da Riesenmengen an Strom verbrauchen. Das ist doch totaler Quatsch. Und was soll denn der Schwachsinn? Und ich möchte einfach mal ganz kurz für alle, die sich vielleicht tatsächlich ernsthaft diese Frage auch gestellt haben, passt das eigentlich zusammen? Auf der einen Seite Strom sparen, zum Beispiel durch LEDs oder sparsame Haushaltsgeräte. Und auf der anderen Seite lesen wir und hören wir überall, auch jetzt im Wahlkampf, ihr habt es vielleicht auch gestern gesehen oder vorgestern war es ja auf ProSieben, Herr Scholz hat das Thema Stromverbrauch in Deutschland thematisiert, beziehungsweise das Thema ist thematisiert worden durch einen Zuschauer. Und wir haben jetzt alle rauf und runter gehört, der Stromverbrauch in Deutschland wird in den nächsten Jahren deutlich ansteigen, ungefähr um 20%. Und Schuld daran ist die Elektromobilität und auch natürlich der Umstieg auf Heizen mit Wärmepumpen, die dann strombetrieben sind, aber natürlich auch die Elektrifizierung großer Teile der Industrie. Und natürlich auch die Herstellung von Wasserstoff, für den man große Mengen an Energie, also sprich Strom, braucht und vorzugsweise natürlich grünen Strom. Also der Strom im Rahmen der Energiewende, der Stromverbrauch wird also wirklich deutlich, deutlich ansteigen. Die Netze müssen entsprechend ausgebaut werden, die Kapazitäten müssen dafür auch geschaffen werden. Wir gehen aus Atomkraft raus. Das ist gut so. Wir gehen aus Kohle raus. Das ist noch aus meiner Sicht sogar noch viel, viel wichtiger. Und wie passt das denn irgendwie alles zusammen? Ich habe es ja in meiner Tätigkeit als Energie- und Abfallberater auch immer wieder kennengelernt, dass wir natürlich in den Haushalten das Energiesparen predigen. Und das ist schon ganz gut, wenn man sich hier anguckt, ne? So ein Vergleich, so eine LED-Lampe, die statt 60 oder 80 Watt eben nur noch 5, 6 oder 7 Watt verbraucht, das ist natürlich schon ganz schön eingespart. Aber wie gesagt, und wer von euch ein Elektroauto schon hat oder wer sich mit der Thematik beschäftigt, der wird wissen, ganz schnell verdoppelt sich der Stromverbrauch eines Haushaltes, wenn ein Elektroauto da ist. Wie passt denn das eigentlich zusammen? Und der Kasus Knactus an der Geschichte ist eben, dass wir zwei Dinge auseinanderhalten müssen. Und das möchte ich in diesem Video ganz kurz mal erklären. Also es wird ein Wort zum Freitag-Erklärvideo. Worum geht's? Wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten, nämlich auf der einen Seite Stromverbrauch und auf der anderen Seite Energieverbrauch. Und das wird sehr häufig durcheinander gewürfelt. Wie geht das miteinander zusammen? Ist eigentlich relativ einfach. Ich habe euch mal hier was mitgebracht, nämlich upsala, ein Liter Benzin. Nein, das ist natürlich kein Liter Benzin, sondern es ist nur ein Liter Wasser, aber es könnte auch ein Liter Benzin sein. Und dieser Liter Benzin, den man an der Tankstelle sich holt für seinen Verbrenner, der fällt ja nicht vom Himmel und der wächst ja auch nicht an der Tankstelle, sondern dieser Liter Benzin, der muss hergestellt und entsprechend auch ja, erstmal gefördert werden, und zwar in Form von Rohöl. Ich stelle das jetzt mal beiseite. In Form von Rohöl muss der aus der Erde geholt werden und muss dann gepumpt werden. Dafür braucht es Bohranlagen, also Bohrtürme, Bohrinseln, Bohranlagen an Land, wo auch immer. Dafür braucht man eine Menge Energie. Übrigens braucht man dafür auch wahnsinnig viel Wasser. Sehr, sehr viel Wasser, extrem viel Wasser. Und wenn das alles hochgefördert wurde, dann muss es transportiert werden, es muss gelagert werden. Irgendwann, das braucht alles Energie und es kommt dann auch irgendwann das Zeugs in die Raffinerie. Und in der Raffinerie muss es verarbeitet werden. Und für die Verarbeitung braucht man wieder zusätzliche Energie, vor allem fürs Cracken, das heißt also fürs Erhitzen auf etwa 400 Grad, das Abtrennen der verschiedenen Fraktionsteile. Dann kriegt man Benzin raus, dann kriegt man Diesel, Heizöl und so weiter und so fort raus. Habt ihr alles im Chemieunterricht wahrscheinlich durchgesprochen und kennt ihr. Ist zumindest ein sehr energieaufwendiger Prozess. Hinterher muss das alles noch gereinigt werden, die Anlagen müssen betrieben werden.
Die fertigen Produkte müssen dann entsprechend wieder transportiert werden, sie müssen zur Tankstelle gebracht werden. Bei der Tankstelle braucht man auch Energie fürs Licht, für den Shop, für die Pumpen und so weiter und so fort. Und in so einem Liter Benzin, den man dann vielleicht in sein Auto tankt, steckt also eine Menge Energie drin, und zwar ungefähr 8 bis 10 Kilowattstunden Energie in Form eines thermischen Brennwertes. Also wenn ich das verbrenne, dann entsteht halt Wärmeenergie, die kann ich messen. Und das sind ungefähr bei Benzin 8 Kilowattstunden pro Liter und bei Diesel sind es ungefähr 10 Kilowattstunden pro Liter. Dann kommt da drauf noch die ganze Prozessenergie, die man gebraucht hat, um das alles eben, wie gesagt, vorm Bohrloch bis zur Tankstelle zu bringen mit den ganzen Zwischenschritten. Kommen nochmal ungefähr 10-20% obendrauf, hat man also eine Energiemenge, die letztlich irgendwo in diesem Liter Benzin steckt, von etwa 10-12 Kilowattstunden. Und dann verbrennt man das ganze Zeug erstmal. Und das ist das, was ich mit Energie meine. Es muss also nicht Strom sein. Auch man braucht auch Strom für die Herstellung von Kraftstoffen. Das ist belegt. Letztens erst war ein Stromausfall in Brandenburg, glaube ich, oder war es in Sachsen, ich weiß es gar nicht mehr genau, in einer Raffinerie, die konnte nicht mehr produzieren, musste große Teile ihrer Produktionserzeugnisse sogar abfackeln, weil sie nicht entsprechend weiterverarbeitet werden konnten. Da sieht man also mal, so eine Raffinerie hängt am Stromnetz und braucht eine ganze Menge auch Strom, aber eben, wie gesagt, nicht nur Strom, sondern eben auch Energie in Form von Wärme fürs Cracken, ich habe es gerade angesprochen. Und wenn wir also von Energie sprechen, dann meinen wir verschiedene Formen von Energie, zum Beispiel thermische Energie oder eben auch in Form von Strom. Und wenn ich jetzt überlege, ich brauche von diesen Kannen mit einem Liter Benzin so 6-7, um mit einem durchschnittlichen Benziner durch die Gegend zu fahren, dann bin ich also ganz schnell bei einer Energiemenge, die ich benötige, von etwa 60-70 Kilowattstunden Energie. Und wie gesagt, Kilowattstunde ist jetzt nicht nur, da kommt mein Hund, willkommen, komm rauf aufs Sofa. Und zwar, wie gesagt, 60-70 Kilowattstunden. Und Kilowattstunde ist ja nur eine Einheit für Energie und nicht unbedingt die Einheit nur für Strom, sondern eine Einheit für Energie. 60-70 Kilowattstunden, um mit so einem durchschnittlichen Benziner durch die Gegend zu fahren. Wenn man einen hocheffizienten Vollhybrid fährt, können das auch 3-4 Liter sein, also 30-40 Kilowattstunden. Und bei einem Diesel liegt man ja so bei ungefähr, ich kenne mich nicht genau aus, 4-5 Liter, sind also auch immerhin noch 40-50 Kilowattstunden. Ist also schon einiges an Energie, die man da braucht. Und wer schon ein Elektroauto fährt oder sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, der hat auch da sicherlich schon gelesen oder auch in anderen, was machst du? In anderen Berichten gesehen, ein Elektroauto braucht pro 100 Kilometer lange nicht so viel Energie. Nämlich je nach Fahrzeug liegt das so bei etwa 10-20 Kilowattstunden, die man braucht. Wir waren gestern mit einem ID unterwegs, wir mussten nach Rostock fahren und zurück, hatten schlechtes Wetter, es war Gegenwind, es war Regen und wir hatten am Schluss nach knapp 580 Kilometern einen durchschnittlichen Energieverbrauch von 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Da kommt natürlich jetzt auch noch ein bisschen was hinten drauf, nämlich die Ladeverluste etwa 20% mit allem drum und dran, also sagen wir mal ungefähr 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ist aber ein deutlicher Unterschied zu 40, 50 oder 60 oder sogar 70 Kilowattstunden. So, und das ist jetzt genau das, was häufig verwechselt wird. Nämlich auf der einen Seite, es ist absolut richtig und absolut vernünftig, Energie effizient zu nutzen. Also zum Beispiel seine alte Glühbirne oder seine alten Glühbirnen, sofern ihr sie denn überhaupt noch habt, gegen zum Beispiel LEDs einzusparen. Es spart nicht nur Energie, es ist gut für die Umwelt, sondern es spart auch Geld. Und wir haben beim Elektroauto, beim Umstieg vom Verbrenner zum Elektroauto den gleichen Effekt, nämlich wir sparen Unmengen an Energie im Vergleich, also ungefähr 30-40 oder sogar 50 Kilowattstunden können wir sparen pro 100 Kilometer. Aber es wird natürlich der Stromverbrauch ansteigen, aber das heißt nicht, dass der Energieverbrauch ansteigt. Also wir verlagern ja sozusagen die Energie, die im Treibstoff gelagert ist, in Form von Strom. Aber weil das Elektroauto eben so viel effizienter ist, werden wir zwar insgesamt den Stromverbrauch damit anheben, aber trotzdem insgesamt deutlich an Energie einsparen. Und das muss man wissen, wenn man über diese Dinge miteinander sich unterhält und spricht und wenn man solche Posts liest, wo jemand eben behauptet, der Umstieg aufs E-Auto ist totaler Quatsch, hier sollen wir wie blöde Energie sparen, aber beim E-Auto wird der Strom rausgehauen.
Das ist auch gut so, denn beides ist letztlich beides, also sowohl der Austausch zum Beispiel so einer Lampe gegen eine sparsame LED oder der Umstieg vom Verbrenner aufs Elektroauto ist ein Beitrag zur Energiewende, weil wir nämlich die Effizienz einfach wahnsinnig ansteigen. Lola, könntest du mal aufhören, hier über das Parkett zu laufen, weil dann hört man das nur klackern. Dankeschön. So, und ihr könnt nichts vernünftig verstehen. Also, habt ihr es hoffentlich, konntet ihr hoffentlich meinen Worten irgendwie ein bisschen folgen? Wie gesagt, es ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, es ist beides ein und dasselbe. Zwei Seiten einer Medaille. Auf jeden Fall geht es darum, Energie einzusparen. Und die Aufgabe, vor der wir halt stehen, alle, das wisst ihr, das haben wir x-mal diskutiert und angesprochen, ist es ganz einfach. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien im Netz, also die Erzeugungskapazitäten müssen ausgebaut werden. Und wir brauchen intelligente und leistungsfähige Stromnetze, um die größeren Mengen an Strom von den Erzeugern zu den Verbrauchern zu bringen. Das ist es, aber es ist nochmal kein Widerspruch, auf der einen Seite hier im Haushalt ein paar Kilowattstunden einzusparen und auf der anderen Seite ein Elektroauto zu fahren, was im Jahr vielleicht 1500 oder 2000 Kilowattstunden benötigt. Kein Widerspruch. Und das soll es für diesen Freitag auch schon gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Hat mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich will euch auch gar nicht mehr Zeit stehlen, denn ihr wollt ins Wochenende. Und da wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag in der nächsten Live-Sendung. Ich freue mich darauf. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer, das ist klar, über einen Daumen nach oben und ein Abo. Vergesst das bitte nicht, denn wir haben die Mission 20.000. Wir wollen auf 20.000 Abos dieses Jahr kommen. Und wir zählen auf euch. In dem Sinne, macht es schön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.